So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei PES 2019 und ich will euch heute mal zeigen, wie man die Classic Option File installiert, selbst wenn man bereits einen Patch drauf hat, so wie ich das auch habe. Ich habe aktuell den Volume 2, also die Version 2 vom ganz normalen PES Universe Patch inklusive Bundesliga drauf und ich möchte jetzt eigentlich mal ein paar Classic-Teams importieren. Jetzt muss ich erstmal selbst schauen. Fangen wir mal mit Arsenal an. Gehen auf Bestätigen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen erkältet bin, Leute. Nach wie vor. So, okay, das ist jetzt eigentlich genau das, was ich wollte, weil so kann ich jetzt nämlich sagen, dass ich Arsenal hier in die Major League rein importieren wollte. Ich denke, das hat geklappt, das werden wir auch gleich mal prüfen. Also Arsenal sollte eigentlich erledigt sein. Wir machen das Ganze jetzt für die ganzen Teams. Das ist zwar in dem Fall ein bisschen aufwendig, aber wie ihr gleich sehen könnt, kann ich dafür halt sagen, wo es hin soll. Ja, also das ist der Vorteil. Sorry, Leute, ich bin wirklich echt ziemlich erkältet noch. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Nö, machen wir nicht. Ich vertraue mal darauf, dass das auch geklappt hat. So, das ist, wie gesagt, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen aufwendig. Aber wie gesagt, dafür könnt ihr sagen, welches Team ihr tauschen wollt, ohne dass irgendein Schnulli hier passiert. So, hier seht ihr das. Die beiden Teams habe ich bereits getauscht. Das Ganze mache ich jetzt im Prinzip so weiter. Das kommentiere ich auch ganz fröhlich. Bin auch ganz zuversichtlich, dass es da den FC Bayern dann demnächst auch mal geben wird. Oder da bin ich mir eigentlich total sicher. Das werden die Jungs schon hinbringen. Ich frage mich jetzt nur, wie das mit den Bildern ist. Jetzt will ich mal ganz kurz dann doch auf eine Mannschaft gehen von den klassischen und die bearbeiten, beziehungsweise mir das mal anschauen. Da jetzt so schnell auch die Trikots und so weiter mit reingemacht worden sind. Ja, Arsène Wenger, ja, okay. Würde ich jetzt mal sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mannschaftstrikot editiert, Punkte bekommen. Ja, nehmen wir mit. Es war aber eigentlich gar nicht mein Anliegen. Ja, gut, dass natürlich jetzt hier als Rivale TSG Hoffenheim drin ist. Das liegt eben daran, dass die Slots untereinander eben dann doch irgendwie anders verbandelt waren. Wenn ich jetzt hier sehe, Heimstadion. Ja, gut, das sind ja Nuancen. Das kann man ja selbst noch einstellen. Das finde ich jetzt auch überhaupt nicht dramatisch. Spielt irgendwie auch jetzt, finde ich, gar nicht die absolute Rolle. Auch wenn das normale Arsenal-Stadion eigentlich drinne sein müsste. Na gut, wenn wir schon mal dabei sind, dann würde ich jetzt schon gucken. Das finde ich ja lustig. Wieso? So kann ich jetzt hier nicht das normale Arsenal-Stadion auswählen. Das müsste meines Erachtens noch drin sein, weil die Lizenz für Arsenal ja eigentlich da ist. Naja, wisst ihr was? Wie gesagt, das sind Nuancen. Das ist jetzt gar nicht so weit wichtig. Jetzt schauen wir nochmal. Wir haben also bis Everton hier im Prinzip manuell importiert. Dann machen wir das Ganze jetzt einfach mal auch so weiter. Natürlich müssen wir jetzt auch bei allen Teams immer sagen, welches wir dafür tauschen. Das ist jetzt auch nicht so
schlimm, in Anführungszeichen. Natürlich wäre das automatisch jetzt schon ein bisschen schöner. Ah, Manchester United als klassisches Team ist sicherlich auch interessant. Vielleicht sogar so ein Jahrgang mit Dwight York, Andy Cole, David Beckham. Ah, das wäre schon interessant. Da muss ich schon wirklich sagen, da blüht mein Herz schon wieder auf. Michael Owen, wenn wir das hier alleine mal lesen, Stephen McManaman, Robbie Fowler, Xabi Alonso, Patrick Berger, Ian Rush, also Sammy Hypier, Jamie Carragher, Jan-Arne Riis. Ja, mit Liverpool bin ich eigentlich auch immer gut unterwegs gewesen. Also mag den Verein auch sehr. Von den ausländischen Vereinen außerhalb Deutschlands ist das definitiv mein Lieblingsverein. So, jetzt sind wir bei dem klassischen Team von Celtic Glasgow. Das muss ich mir jetzt einfach nur mal merken, während ich hier euch weiter ein bisschen voll labbel. Auch hier Manchester United, wenn wir mal durchgucken: David Beckham, Ryan Giggs, Eric Cantona, Ole Gunnar Solskjaer, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo. Also Wahnsinn. Da macht das Spielen dann auch gleich wieder mega Spaß. Nein, nein, Themen importieren, da sind wir schon richtig. Jetzt nehmen wir das klassische Glasgow Rangers. Also bei Celtic und den Glasgow Rangers, ich glaube, da müsste ich schon mich auch ein bisschen in den Kader einlesen. Das werde ich dann schon gleich merken, ob ich da großartig irgendwelche Spieler kenne. Bei Celtic Glasgow gucken wir mal durch. Henrik Larsson, okay. Boruc, den Torwart kenne ich auch. Petrov, Viduka, Paulo Di Canio. Ja, doch. Also kann man schon sagen, Mensch, Celtic Glasgow. Auch ehrenwerte Spieler in ihren Reihen gehabt. Henrik Larsson fand ich eigentlich mit am geilsten. Der ist ja dann später zum FC Barcelona gewechselt. Der hat ja da auch noch ein paar gute Jahre gespielt. Immer ein Stürmertyp gewesen, den ich echt bewundert habe. Feine Sache. Ja, so ist es auch ganz interessant. So kann ich auch immer wieder ein bisschen hier kommentieren, ohne dass euch zu langweilig wird, während ich jetzt hier dann Liverpool importiert habe. Das werden wir uns dann gleich mal ganz easy peasy anschauen. Jetzt haben wir Manchester United noch mit einer weiteren Variante. Das kriegen wir dann also auch noch hin. Müssen hier wieder rausgehen in die Major League rein. Die wäre zwar interessant gewesen, auch mal zu spielen, aber dann finde ich die Classic Teams schon noch ein bisschen interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Liverpool 2000 bis 2007. Ja, Dirk Hoyt, cooler Spieler gewesen. Didi Hamann, brauchen wir nicht reden. Jan-Arne Riise hatten wir schon. Sammy Hypier, Carragher, Pep Arena, der auch seine besten Jahre an Anfield Road als Torwart gehabt hat. Danny Agger, Jiří Dudek, glaube ich, heißt er mit richtigen Vornamen. Ach, Morientes, Cissé, Peter Crouch. Herrlich, einfach nur herrlich. Milan Baroš, Emil Heskey, richtige Neuner-Kante. Luis Garcia, der in der Champions League vor vielen Jahren, ich glaube, so, es muss so 2005, 2006 gewesen sein, ein wunderbares Tor aus dem rechten Halbfeld geschossen hat. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ja, ihr hört also auch so ein bisschen Liverpool mir schon von den ausländischen Clubs echt ans Herz gewachsen. Nee, ich glaube, United hatten wir schon, sage ich jetzt mal. Jetzt würde ich aber gleich merken, wenn ich United vergessen hätte. Nee, habe ich nicht. Hier ist es nämlich. Nein, hier, das meine ich. Diego Forlan, ach, auch geil. Carlos Tevez, Berbatov, stimmt, meine Güte. Der hat ja auch bei United mal einige Jahre gespielt. Richtig, Wahnsinn. Muss man schon bewundern. Hat man schon gedacht, Mensch, was will der eigentlich im Ausland? Auch generell in England. Ich glaube, beim FC Fulham hat er dann auch nochmal irgendwann gespielt. Aber ich würde jetzt mal sagen, soweit ich das so noch in Erinnerung habe, hat er eigentlich ordentliche Leistungen da gebracht, gerade auch in der Premier League. Dafür, dass er da so belächelt worden ist, war das dann eigentlich ziemlich cool. So, schaut euch mal an hier. Wir gucken mal kurz. FC Barcelona, Eider Gudjohnsson, Henrik Larsson, Ibrahimovic, Pedro, Alexis Sanchez.
David Villa, Thierry Henry, Gilly, ja, Messi, Eto'o, Ronaldinho. Um Gottes Willen, was für eine geile Mannschaft. Das kann man gar nicht anders sagen. Die, wenn sie eine Schwäche hatte, wenn man jetzt das hier mal zusammenzieht, ja, das ist Jammern auf hohem Niveau, dann sicherlich die Abwehr, die im Gesamtvergleich natürlich ein bisschen vom Niveau abfällt. Aber das soll das Ganze nicht schmälern. Also, wie ihr seht, schon ziemlich geil. Jetzt haben wir Real Madrid editiert. Gleich werden wir das dann sehen, wenn wir mit Milan reingegangen sind. Was Real Madrid hier für einen, ich sag jetzt mal, Best-of-Kader drinne hat. Das schauen wir uns nämlich jetzt mal an. Ach, Roberto Carlos, Michel Salgado, Helguera, Fernando Hierro, meine Güte, Guti, Figo, Zidane, Claude Makélélé, Raúl, Ronaldo. Mein Gott, hört's auf. Ivan Campo, Redondo, Beckham, stimmt, McManaman, Solari, Morientes, Nicola Anelka, ja, der Wandervogel, der auch bei einigen größeren Clubs und FC Chelsea zum Beispiel noch gespielt hat. Ja, solche Leute gibt es auch immer wieder, aber Esteban Cambiasso, aber solche Leute hast du immer gehabt. Auch echt Top-Leute, die aber halt so, hier sagt er jetzt zu mir, ich kann kein weiteres Team importieren. Okay, das nehme ich jetzt mal auch so weit zur Kenntnis. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Was müsste ich denn jetzt eigentlich alles löschen, um die neuen Teams da reinzukriegen? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Weil ich brauche jetzt natürlich ein bisschen Platz. Aber wenn ich das jetzt hier zum Beispiel so sehe, das ist die ganze englische Premier League. Das ist die Bundesliga. Ja, da gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich viel zu löschen, sag ich mal. Das sind die klassischen Teams. So, okay. Da stoße ich jetzt im Prinzip dann an meine Grenzen. Ich will jetzt einfach nochmal gucken, wo wir hier quasi jetzt hängen geblieben sind. Das ist jetzt für mich aber nicht ganz so schlimm. Ich glaube, beim AC Milan war das. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde den AC Mailand, Inter Mailand und Juve werde ich über diese drei Teams drüber schreiben, weil, sind wir doch mal ehrlich, ich brauche die eigentlich nicht. Wenn ich jetzt hier wieder raufgehe, dann sagt er zu mir wieder, das geht nicht, oder? Okay, dann probiere ich das jetzt mal, indem ich eins dieser anderen Teams, dieser klassischen, versuche zu überschreiben. Überschreiben von Bilddaten des gleichen Namens. Ja gut, das brauchst du hier nicht nehmen, weil es gar nicht der gleiche Name ist. Und bevor ich jetzt hier vielleicht vom richtigen AC Mailand hier aus Versehen was raushaue, probieren wir das mal. Nehmen wir doch mal Nottingham Forest. Sie können keine weiteren Bilder importieren. Okay. Na gut, dann muss ich hier noch ein bisschen sortieren. Das werde ich jetzt aber im stillen Kämmerlein machen. Damit will ich euch jetzt in dem Video nicht lange langweilen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das jetzt einfach mal geholfen als kleinen Fahrplan, wie man diesen Patch hier manuell, also mit relativ überschaubarem Aufwand importieren kann, beziehungsweise aufspielen kann. Ihr könnt also die Teams, die ihr ersetzen wollt, selbst wählen. Wer hier zum Beispiel die portugiesische Liga einfach mal nicht so gut findet oder was weiß ich, der kann auch die Slots nehmen. Das war eigentlich die Message, die ich jetzt hier damit
bringen wollte. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Auch, dass ich ein bisschen die Kader der klassischen Teams, die ich bis jetzt importiert habe, ein bisschen kommentiert habe. Es wird auch noch ein Preview hier zu dieser klassischen Option-File von mir geben, wo ich die Kader nochmal im Einzelnen ein bisschen beleuchte, euch das ein bisschen genauer zeige. Für Futter zu PES ist also gesorgt. In den nächsten Tagen zum kommenden Wochenende gibt es im Übrigen ein oder zwei PES 2019 Livestreams. Die sind auch auf dem Kanal schon als anstehende Livestreams beworben. Und dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht mit dabei seid. Bis dahin, gute Zeit, ciao und Servus.